Ja, hallo hier und herzlich willkommen beim Irrlicht-Simulator. Mit Achtung, dabei Schießleuchtrakete. ist Reaper, Navo und Ello. Hallo. Hallo. Guten Tag. Und wir gehen heute in San Mateo rein. Jo. Ich mach das. Alle Mann einsteigen. Und wir fliegen mal schräg links. Oh, ist das schon hier über dem Fluss? Ja. Okay. Hier vorne müsste irgendwie eine Stadt oder ein paar Häuser oder so sein. Obwohl ein Genau. Vorposten ist das. Der hat sogar einen Mörser, verdammt. Aber ich denke, da gehen wir als erstes rein, Ja, hier oben, Plattform. Ja. Ein Moment. Setz dich mal hier bei dem Kreuz ab. Jo. So, wo gehen wir runter? Hier vorne bei den abgebrannten Häusern ist die beste Deckung erstmal. Ja. Ja. Vorsicht, der Pfeiler. So. Hier ist direkt der Haupteingang. Oh, wir waren weg. Ich versteck mich in dem Haus hier. Ich höre Schüsse. Das war bei mir hier, da war schon einer im Außenbereich. Wer da wurde kommt jemand entdeckt? angelaufen. Ich wurde wahrscheinlich entdeckt. Ich sehe die 1. Erschießen, wenn möglich. Okay, ist erledigt. Oh. Achtung, Mist, Mörser, Beschuss. Oh. Wen hat er in Sicht? Der Mörser ist schräg ist erledigt. Über uns, glaube ich, oder? Nee, hier ist er nicht. Okay. Okay, gut. Da ist einer zwischen den Häusern. Schon wieder so Enno? Ja. Schön weiter runter. Wäre es vielleicht gut, wenn du mich über der Basis absetzt, dass ich mit Fallschirm reinspringen kann? Können wir versuchen, ich weiß aber nicht, ob die mich abschießen. Kommt ihr nicht über die Mauer rüber? Das sieht nicht sehr gut aus. Doch, die Mauer hier ist übersteigbar. Direkt rechts vom Tor. Hier das Stück? Ja, oder hier, genau. Ja, hier können wir sogar ohne Mauer durch. Ah, perfekt. Oh, da habe ich nochmal ein Stück zur Seite geschwenkt, sorry. Da hat mich die Kurve erwischt, danke. Au, Achtung! Geht's dir gut? Schon tot. Okay. Sniper. Okay, alle noch mal beruhigen. Ich glaube, wir haben hier schon alles geklärt, oder? Ja, wobei, nee. Wer ist das? Meine Drohne ist abgeschossen worden, ich weiß nicht von wo. Das sind Rebellen dort hinten. Ungefähr beim Nein, Tor. Die hab ich gerade ausgelassen. Oh, das sind wir doch. Irgendwo da war irgendwas, also. Schwer zu sagen, von wo genau. Doch, stopp, Enno. Ja. Da schießt jemand. Das sind auch Leute von uns. Das ist erledigt. Also, es sieht sauber aus. Alter, wie sieht denn die Sonne in der Thermalsicht aus? Wie eine dicke Orange. Okay, ich gehe mit also ins Gelände rein. Ja, zum schräg rechts, links hinter euch ist zwischen Wir den Gebäuden ein Informationslager. Okay. Also das ist auch noch so ein Unterstand mit sehr viel Vorräten und so. Und wir haben eine Medaille hier. So ein kleines längliches Gebäude angeblich auf der Karte. Da sind längliche Gebäude. Ich denke mal, dass das hier direkt in der Mitte gemeint ist.
Garage vielleicht. Oder? Ich vermute mal, das Gebiet ist safe da, ja? Ja, es sieht hier unten gut aus, ja. Wollt ihr da unten? Ich bin gerade, weil ich gerade dabei bin. Was war das denn? Hui, ich komme. Ja, oben auf der Garage ist das. Ne, unten. Ich habe hier eine Landkarte. Ich höre ständig die Versorgungs-Helis. Mit dieser die Medaille ist oben drauf. Die Rebellen schnappen. Oh Gott. Wie kommen wir denn hier? Ach, da. Ah. Ich rück einmal vor zu euch. Von oben konnte man schon mal falsch schon mehr reinhüpfen. Das war cool. Ja, ich hätte es wieder nicht geschafft. Ja, ich weiß, bei dem Training hast du ein bisschen. Bisschen geschlafen, ja. Ja. Jeder hat eine Medaille? Jo. Ja. Was machst du an meinem Hintern, Enno? Ich dachte, die Vorwürfe aus der Bundeswehr wären nur Vorwürfe. Was da. Also. Enno. Arzt muss ich selbst. Auch ein Arzt muss die Haare auf dem Rundfort einmal im Jahr machen. Ja, gut, die Fahrzeuge hier sind. Einmal weg. Zurück zum Heli. Okay. Und die ritzen ihre Feuer auf? Nein, Mann, ist eigentlich. Ab dafür! Wo ist denn der Heli? Ach, da. Wo ist der Heli? Da, wo wir geparkt haben. Also, wir werden einmal jetzt links hinter uns langfliegen. Das sieht gut aus, die Häuser vor uns. Ja, genau. Die Basis. Die Häuser vor uns. Häuser vor uns. Hoffe ich da mal einen schwachen Moment haben, ja. Nein, ich geh mal ein Stückchen weiter. Sorry. Ich werde die Kontellarschlöcher hätten. Wir werden hier schon gesehen. Ja, sie schauen ausweichen müssen. Das ist jetzt schlecht. Der Typ liegt. Oh, ne. Aua. Oh. Ich zieh mich zurück. Granate fliegt. Das ist Alarm. Wollt ihr jetzt angreifen? Er weiß es nicht. Also. Ich würde also. Schalt den Alarm aus. Ich deck den mal da hinten ein bisschen ein, würde ich sagen. Hab die Rebellen um Mörserfeuer gewickelt. Der Mörser ist hinten rechts beim Heli. Ja, aber das ist unser Mörser. Achso, ich dachte. Oh, feindlicher Heli. Reaper, deine Aufgabe. Nachladen. Achtung, im Anfangshäuschen ist noch eine Person. Okay, erledigt. Negativ, die habe ich gerade. Okay, wir brauchen Live-Berichterstattung, wo die Leute sind. Der nächste, der dran ist, ist die 1, denke ich. Okay. Wobei, da versucht einer hinten rumzulaufen. Beim Wasserturm. Oder kommt er? Ich glaube, ich habe die 1. Ja. Ich habe die 2. Ein schöner Schrotschuss geht immer ins Grüne. Naja, auf Entfernung. Oh Gott, ich werde von hinten beschossen. Zusammen. Ja, das ist gut. Die Schrot findet denn so genau auf Entfernung? Nö. Hier vorne ist beim Unterstand. Aber wenn ein bisschen was trifft, ist ausreichend. Ich bin kurz in der Arme. Nee, hab ich noch nicht. Der ist hinter euch. Jetzt. Okay, ist weg. Okay. Ist es ruhig? Meine Drohne spinnt schon wieder. Wollen wir da rein? Wir haben hier ein Luftabwehrgerät, das sollten wir ausschalten, wenn wir mit dem Heli weiter wollen. Einmal in die Armeria, da geht wieder Ausrüstung. Da rein kommst gleich rechts. Noch vorrücken zur Armeria. Große oder kleine Ausrüstung? Kleine.
Na, okay. Danke. Ja, kann ich gebrauchen. Schüsse? Kommen vom Haupteingang. Sind aber unsere Rebellen. Wow, Gott. Schickt sie ein paar Infos rüber. Hier ist mir gerade einer fast über den Fuß gefahren. Ich nehme mal an, wir nehmen den großen Heli. Wenn's geht, ja. Moment, ich muss dafür aber was vorbereiten. Hab das C4 scharf. Was ist mit dem Flugabwehrgeschütz? Ist das schon... Das ist gerade weg. Okay. Wann war in dem Gebäude, wo du gerade warst, da sind noch Daten drin. Oh. Erledigt. Hier Daten. Ein Mobiltelefon. Ach, guck mal. Gut. Ich habe einen Hinweis auf ein Dorf namens Rosario. Dort halten sie viele Sympathie. Reaper ist da vorne gefallen. Am Gebäude gefallen. Oh, Moment. Die Drohne ist hoch. Gebäude. Ach, da. Das hohe Gebäude hier, genau. Das hat aber gedauert. Das war so ein Einsatz, okay. Ich war nicht bewusst, dass wir diesen gestartet haben. Ich hatte eigentlich auch nur auf die Tür gezielt. Er ist tot. Moment, ich gehe da einmal mit der Schrotflinte rein oder besser mit der Uzi. Ist denn hier auch? Hier geht's hoch. Enno, wo bist du? Noch auf dem Gelände, aber. Oh Gott, wo befindet sich denn diese Computeranlage hier? Vermutlich ganz oben. Der ist Geschichte. Ah, da. Ich sehe sie. Okay. Mach. Okay, ich versuche mein Bestes. Aber. Oh, ja, doch. Jetzt haben sie Probleme, ihre Einsätze zu koordinieren. Das Ding ja nur stilllegen. Der muss ja nicht mal. Jetzt doch drauf schießen können. Ja, aber das überlasse ich immer lieber dem Profi. Das nächste Mal besseres ankündigen, wenn sowas kommt. Ich war ein wenig überfordert. Okay, wir haben die Informationen, die wir brauchen. Wann hast du deine Datei mitgenommen? Nein, wo ist die denn? Genau da, wo du gerade rumläufst. Ich weiß nicht genau, wo da. Vielleicht weiter oben. Suche mal. Das ist ein Laptop. Man bräuchte hier eine fliegende Banane oder ein Carrier? Mhm. Hä, ist doch irgendwie ein Panzer oder ein Auto mitnehmen oder so. Was ist denn der Heli? Den kann man nicht übersehen. Ah, hier sind Dokumente. Nett. Gib mir die Hand des Toten, die Beine schnellen fast. Ich arbeite mit der Leitung ist scharf. Oh Gott, was tue ich denn da? Okay, ich brauche eure Könnten wir weiter? Da seid ihr. Einmal hier runter. Jo. Müdigkeit vor Schützen, immer schön weiter. Gut, dann einmal nach links. Es wird wieder ein Vorposten da vorne. Ah, man sieht den schon. Okay. Oben auf dem Plateau werden wir landen. Ja. Am besten ein Stückchen weiter weg, im Turm sind mindestens zwei. Hier ist gut. Aber leicht abschüssig das Gelände. Guck's mal. Schaffst du es mit den Kufen auf dem Weg zu landen?
Ja, das ist der Plan. Ja, das geht doch. Aber. Reaper, schon mal die beiden im Turm ausschalten, wenn du kannst. Wenn ich davon zwei sehen würde, ich sehe nur einen momentan. Ich sehe auch. Warte, ich guck nochmal. Ich meine aber, ich habe. Okay, Störsender. Bild und Ton sind unscharf. Verdammt. Die Drohne wird gestört. Ich guck noch einmal mit dem anderen Ding. Fernrohr. Ich sehe eine montierte Waffe. Genau das. Fernglas nennt sich das. Fernrohr ist was anderes. Fernrohr ist Mittelalter. Dem D2. Einer müsste links noch stehen, ne? Ja. Beide down. Wo ist jetzt das Störgerät? Ich seh's. Ja, ich seh's auch hinten rechts. Wir sind unsere Vorgehensweisen. Reaper geht in den Turm. Und ihr beide geht rechts rum erstmal zum Störsender. Okay. Hier vorne ist einer ganz rechts unter so einem Unterstand. Positiv, hab ihn im Visier. Sieht so aus, als ob er allein ist. Also, Feuerbefehl? Ja. Tango ist tot. Okay, ihr könnt bis zu ihm vorrücken, aber Reaper, da ist ein Typ, der hat so ein Mörser-Ding. Ja, ich sehe es. Könnt ihr ihn ausschalten. Unsere Bandfreunde werden es sonst tun. Ach das, Mann, er ist schon tot. Das nächste Mal die Rebellen noch nicht befreien. Die machen zu viel Lärm. So, befinde mich am Störsender. Dann sprengen. Gibt's keine manuelle Abschaltung? Erledigt. Nein. Doch, gibt's. Echt? Ich will jetzt erstmal keinen Lärm verursachen mit Sprengstoff. Das hat sich hier schon erledigt. Die Rebellen haben es gemeldet. Aber die sind nicht auf uns, oder? So wie das aussieht. Einmal die 1 ausschalten, wenn möglich. Gut, ich nutze jetzt die Drohne. Alter, unser Heli geht mir gerade tierisch auf den Säckel. Unser? Ich hab da so komisches Dröhnen im Ohr. Was? Als ob Enno vergessen hat, das Ding auszunehmen. Da ist eine Person neben dem Störgerät. Okay. Oder auch nicht mehr. Außerhalb sind welche. Hier beim Unterstand unten. Bin beim Unterstand. Ja, ich sehe es. Wenn ich hier mal hochkomme. Bei unserem Overwatch. Wie viele Personen hast du gezählt? Ne, es war erstmal nur einer. Achso. Aber hier waren noch mehr Stimmen zu hören. Keine Ahnung, wo der genau ist. Wenn er wirklich mit jemandem gesprochen hat und nicht nur gefunkt hat. Was zur. Ich sehe eine montierte Waffe. Badabum! Der Mörser ist dran. Ich hatte. Ich sehe einen Generator. Nicht damit gerechnet. Wurde nichts angekündigt. Nö, sollte auch nicht. Sollte euch wieder wach machen. Mhm. Hier ist eine Armerie. Da drin befindet sich eine Medaille. Und darin befindet sich nichts. Gegenüber vom Gebäude, da sind wichtige Aufklärungsdaten. Würdest du meine Autorität bitte nicht so untergraben? Nö. Ah, die habe ich. Ist sehr gut, Chef. Und gegenüber, sagtest du? Will ich auch mal. Ja, in dem Gebäude müssten irgendwie unsere Daten sein. Ich mal hier ist Essen. Oh, das sieht aus wie ein Gebäudeplan. Sieht so aus, als ob das Kartell wertvolle Gefangene in La Carcel de Pueblo unterbringt. Das ist oben in den Bergen. Wenn die Gefangenen so wichtig sind, einmal aufmunitionieren. Dann wissen sie vielleicht etwas über die Vermissten. Die Musik ist gar nicht schlecht. Oh, wir haben noch ein Informationslager. Das müsste unten an der Straße sein. Hm. Hier mal der Generator. Oder vielleicht hier in diesem. Nee. Hier, das sind nur normale Unterstände. Hier sind wieder Bohnen. Müssten, glaube ich, einmal durchs Tor.
Hier ist eine Garage. Hier vielleicht. Nichts. Ölfass? Wann ist die Tür? Einfach die Kohle auf. Das ist eine Automatik. Achso, okay. Das Tor ist aufgegangen, weil ich den Strom ausgeschaltet habe. Achso, aber bei mir wollte es nicht aufgehen, deswegen fühlte ich mich gerade ein bisschen diskriminiert. Haben wir die Daten hier? Ja. Jo. Sehr gut. Haube steht zugeschickt. Danke, danke. Gut. Los geht's. Dann könnten wir eigentlich uns auf den Weg machen, die erste Mission durchzuziehen. Wir haben zwar noch nicht alle Daten, aber das liegt auf dem Weg. Was zum... Hör auf die Leute zu schießen, die haben dir nichts getan. Wir wissen nie, ob das ein Mitglied des Kartells ist oder nicht. Alle Mann einsteigen. Er ist erledigt. Ich bin ganz auf der Seite von Enno. Okay. Das sieht hier schon aus, als könnte es gefährlicher sein als vorher. Uns kommt ein Konvoi entgegen. Sollen wir mitnehmen oder nicht? Wenn er uns entgegenkommt, können wir ja gut vorbereiten. Oh, Medizin, ja. Das sieht auch gut aus. Wir halten hier einfach an und warten auf. Es kommt ein Konvoi entgegen. Schwupp, hängt zwei aus dem Fenster. Es dauert noch einen kleinen Augenblick, da vorne ist unsere Abfahrt, deswegen warten wir hier einmal auf die. Die biegen gerade hier vorne auch ab. Hab gerade mal. Um genau zu sein, sind es zwei Konvois, aber. Setze Drohne ein. Ein wichtiger. Das sind alle Konvois wichtig. Nein, der eine fährt. Obwohl der andere fährt gar nicht zu uns, ja. Vielleicht biegt der medizinische auch ab, oder? Nee, der fährt weiter zu uns. EMP-Drohne und ausschalten am besten. Ich mache eine Explosionsdrohne auf den hinteren. Ja, dann starte ich mal meine. Also ich mache EMP. Ja. Wollt ihr dann Feuerschutz geben? Ja. Ich sehe eine kleine Okay, ist in Sicht. Okay, ist angehalten. Okay, das ging schnell, perfekt, gut. Ich fahre mit dem Auto dahin, das ist mir zu weit. Boah, ich hoffe, der brennt nicht ab. Wow! Achtung! Ja. Der Tango ist hin. Ich glaube, der Krankenwagen sieht noch in Ordnung aus. Schnell! Ja, ist er auch. Nee, der ist schon zu stören, oder? Nein, der ist in Ordnung. Siehst du das? Wer bimmelt denn hier? Ich glaube, der Leutnant in seinem Lamborghini. Der da. Ja, ich würde sagen, den verhören wir mal. Du hast 5 Sekunden, um den Mund aufzumachen. Sorry, Kumpel, aber ich brauche dein Auto. Raus. Okay. Bildwechsel. I'm wieder Sunny. Guten Tag. Okay. Eine Person vermisse ich. Wir sind schon auf der richtigen Straße. Der sitzt im anderen Auto anscheinend. Oh. Wir fahren nach links. Was ist denn links hier? Ja, nee, die Straße war schon richtig. So, unser Ziel. Wir werden hier vorne schon mal langsamer, weil das, wo wir drauf zufahren, das ist ein Gefängnisdorf. Scheiße. Krass, das Kartell hat und unser Ziel ist, den Computer des Wächters zu finden. So wie zuvor. Wir gehen rein, finden das Wachbüro und suchen nach Daten zu den vermissten Leuten. Hinter der Mauer muss es Antworten geben. Bewegung. Das könnte echt schwierig werden. Oh, verdammt, wenn ich den Ausdruck verwenden darf.
Die Drohne ist unterwegs. Hat jemand nur WhatsApp? Ich sehe hier keinen guten Einstieg. Wir müssten wahrscheinlich mit dem Auto rein. Es ist 12.24 Uhr. Ich würde halt bei dem Ding jetzt hier versuchen, auf die Nacht zu warten und dann halt. Hier ist der Generator. Ne, nicht wenn es 12.24 ist. Achtung, rechts im Turm sehe ich gerade auch noch eine Person. Mhm. Genau, die. Sehe einen Dritten. Ich guck an. Ich mich gerade zum linken Turm und werde den besetzen. Okay, ich habe einen guten Einstieg gefunden. Kann die eins erledigt werden? Die eins kann erledigt werden. Wenn wir an ihr vorbei dem Weg weiter folgen, dann haben wir eine gute Möglichkeit, hinten rum reinzukommen. Wurden wir gesehen? Ich weiß nicht, ja, ich wurde gesehen. Nein, so anscheinend. Hier. Okay, okay. Wir ziehen uns zurück. Ja, hier ist ein Vierer. Oben, wo die Rauchschwade vom Berg kommt, da fahren wir hoch. Wo die Rauchschwade da, okay. Okay, okay. Wo war der Einstieg, dass wir schon mal vorbereitet sind? Hier links unter uns ist der Einstieg. Okay. Ich weiß nicht. Verdammt, ich weiß nicht, ob ich hier noch wegkomme. Achtung, in der Rauchschwade könnten auch Feinde sein, obwohl es nee, das glaube ich nicht. Nee, hier ist so lange nichts mehr. Ah ja, lange nicht, es brennt aber. Reaper steht unter Beschuss. Ja. Ja, dieser scheiß Mörser. Schaffst du es zu Fuß wegzukommen? Ich versuche so. Ich verfolge. Ich verfolge ihn, ich habe ihn fallen sehen. Ich hoffe, meine Drohne reicht bis dahin. Ja. Nein, das war falsche Höhe. Schade. Okay, ich muss einmal kurz warten, bis die Drohne wieder funktioniert. Geht aber kein Risiko ein, zu nah ran oder so. Nein. Da unten sind Sturmsoldaten. Ich musste nur den Akku abwarten. Oh. Die Höhe ist das Problem. Komm schon. Jawohl. Danke, da stehst gerade auf, er kommt direkt so ein Typ. Ach Mann! Der Alarm ist ausgeschaltet, du bist dahinter. Achtung, da ist ein ganzes Auto. Sollen wir den vorher vielleicht. Oh ja, ich sehe es gerade. Ich habe da eine Idee. Am besten ist es, wenn sie uns gar nicht erst sehen. Okay, dann noch weiter weg. Einmal über den Berg rüber. Sie sollen das Interesse an uns verlieren. Wir könnten Ablenkung von unseren Freunden anfordern. Oh, unser Scharfschütz ist wieder gefallen, aber ich habe ihn fallen sehen. Oh, das ist doch perfekt. Das hat aber gedauert. Achtung, da kommt eine ganze Truppe nicht auf so uns mit. Oh, oh. Die kommt zu euch gelaufen. Lauft am besten einmal hinter den Berg. Die beste Verteidigung ist Angriff. Weitere Weisung? Sammeln bei der Rauchschwade erstmal. Okay. Ich weiß nicht. Enno, wie geht's dir? Ich bin noch am Leben. Okay. Moment mal. Bin beim Feuer. Ich auch. Wann war auch kommen? Ja, so semi. Ich bin hier in der Nähe. Gibt es hier Munition zufällig? Negativ. Okay. Leider nein. Ich meine, ich hab noch ein bisschen. Nur einen alten, armen, toten Typen. Wann war eventuell für dein Munitionsproblem Waffenklasse wechseln wieder auf die Originale zurück? Das vielleicht was bringt? Also ich hab noch, also das ist jetzt nicht so, dass ich mir da... Nee, ich meine nicht so, ich meine direkt im Ausrüstungs... Ich hab deines PDA. Ja, ich weiß.
Aber es ist noch nicht so dringend. Okay. Also im Moment sieht's gut aus. Wir könnten den von hier relativ vielleicht mit Mörsern eindecken. Meinst du nicht, das wäre ein bisschen laut? Naja, die wissen ja nicht, wo wir sind. Vielleicht könnte ich mit meiner Sprengdrohne den Mörser auch abschalten. Das wäre, glaube ich, ganz gut. Wenn ich wüsste, wo er ist, könnte ich ihn auch unter Feuer nehmen. Ich habe ihn grob gesehen, oder? Da war hinten im Lager, relativ rechts. Rechts? Rechts hinten im Lager, ja. Aber genauer kann ich es nicht sagen. Siehst du hinten den Alarmturm? Ja, ich sehe den. Dort aus der Region kommt, ja. Negativ, ich nicht. Moment, ich könnte in die Entfernung einen Mörserschuss machen. Die müssten auch Zugriff auf diese Mörser in diesem Lager haben. Dann könnten wir das sehen. Ja, meine Mörserunterstützung ist noch nicht so ausgebaut. Kann man kurz meine Drohne schicken, wenn ich sehe, jage ich in die Luft. Achtung, da stehen Autos. Also ich könnte in... Wir sind noch auf der Suche. Ja, habt ihr Mörser gefunden? Verdammt, haben die Mörser? Okay. Dann alle brauchen... hinten zwischen dann... Turm und äußerstem Gebäude. Ja. Ich sehe den Generator nur, ich sehe den Mörser nicht. Dann brauchen wir jetzt ein Vorgehen. Ein Gegner am Mörser, soll ich die Drohne sprengen? Ja. Okay. Der Mörser ist ausgeschaltet. Sehr gut. Also ich kann schon mal sagen, unser Einstieg, wenn wir jetzt so auf die Basis gucken, ist rechts rum. Positiv, habe ich glaube ich im Visier. Mhm. Da wo negativ, die 2 ist? Da wo die 2 ist, genau. Okay. Wo es ist aber anscheinend noch ein kleiner Bau. Ja, an dem werden wir vorbeigehen. Aber erstmal lassen wir die 3 und die 4 wegfahren. Die haben noch nach uns gesucht, die ziehen sich jetzt zurück. Wir könnten. Was ist mit dem Turm rechts vom Lager? Könnte da gefährlich werden? Da müsste. Warte, ich guck mal. Da ist bestimmt. Ja, da ist einer drin. Die jetzige 2 ist das. Das ist ein Scharfschütze. Wo denn zum Teufel? Ach, da. Ganz rechts. Ach, da. Kein Sichtfeld. Wo befindet sind 3 und 4 hingelaufen? Also 4 sind anscheinend sehr weit weg. Das PDA zeigt keine genauen Daten mehr an. Wagen mit montierter Waffe. Okay, also vorne in dem Bau ist niemand mehr. Das heißt, die 1 ist der erste Feind, auf den ihr treffen werdet. Nicht mehr. Wann war N? Wo seid ihr jetzt? Ich bin noch eigentlich beim Scharfschützen, ja. Ja, ich bin ein Stück vorgerückt. Ich kann halt von hier relativ gut das Lager noch einsehen. Ich würde vorrücken zu dem Bau. Ja, ich sehe N auch. Ja. Rückt vor zu dem Bau. Okay. Ich hab da schnelle Bewegung im Bau. Ja, ich auch. Die kommen den Weg da hochgelaufen. Ja, ich sehe es auch gerade. Das sind 2 Leute. Ne, 3. Kann leider nicht markieren. Einer kommt direkt jetzt euren Weg hoch. Ich sehe sie übers Gelände. Moment, ich hab da eine Idee. Leute. Die Rebellen kommen und lenken sie ab. Ja, nur die sind schon direkt links von dir am Felsen. Was? 3 Leute. Links? Ja, da wo du jetzt hinguckst, also wo du hinliegst quasi. Ich kann das leider nicht anders beschreiben. Ich nehme einmal die Markierung von der 2 weg, habe eine neue 2 markiert. Wow. Hier sind doch Schüsse auf uns. Ja, von wem? Der kommt auf dich zu.
Ich bleib mal lieber bei deiner nicht Position, mehr, bis ich weitere Weisungen kriege. Wow. Ja. Da kommen neue. Die umrunden euch, die sind jetzt hinter euch. Zwei oder drei Leute. Oh Gott. Rechts von Reaper. Oh Scheiße. Und zurück. Ja, geh einmal zurück Richtung 2. Versuch's, die Felsklippen hier. Mach's nicht leicht. Noch einer. Reaper, ich krieg dich gleich, keine Sorge. Ich brauche erst ein Zeichen, dass hier nichts mehr ist. Sind noch weitere Gegner hier oben? Ja, noch zwei weitere sind dort. Bei Vanva. Kann ich gerade? Ungefähr eine Position. Jetzt okay. Könntest du. Scheiße. Wie wär's, wenn du mir das Arme Deckung gibst? Verdammt. Ein oder zwei Plateaus über dir, Enno. Bumio, ich bin schon oben. Achso, da bei der 1 jetzt. Reaper neben dir. Eins ist down. Tango ist tot. Sehr gut. War das der einzige oder noch jemand? Ne, zwischen den Felsen waren das die einzigen. Okay, dann sollten wir soweit das sauber sein. Da kommen aber schon wieder neue angelaufen, das ist doch ätzend. Na, sehe sie. Okay, ich habe die vier Leute, die angestürmt kommen, markiert. Alle von hinten. Hab indirektes Feuer angefordert. Oh ne, das ist zu langsam. Ein bisschen. Wenn man welche getroffen. Das sind jetzt 10. Bei der 4 sind jetzt 4 Leute aus dem Auto gestiegen. Wir sehen uns in der Hölle. Die können wir, glaube ich, auch gut eindecken. Granate kommt. Mierda Culeros. Granate. Fertig. Bei der 2 und bei der 3 läuft noch einer mit. Ja. Nicht mehr. Weniger. Sehr gut. Das funktioniert doch gerade wie am Schnürchen. Wo befindet sich die 1? Auf dem Weg oder? Okay. War auf dem Weg. Im Busch. Langsam senkt sich die Sonne. Wenn wir noch etwas warten, könnten wir die Dunkelheit so sofort halt kriegen. Dann würdest du nichts mehr am Leben, oder? Oh, aber bis sich die Sonne so denkt, doch, da lebt noch einiges, dass wir sie nicht mehr sehen. Wir könnten eine Aufklärung machen. Von dem Gebiet. Rechts im Turm, da saß ja noch einer. Wäre das vielleicht sinnvoll? Also, was meinst du genau? Eine Aufklärung von dem Gebiet? Per Drohne? Nee, das bringt leider nichts. Nicht? Okay. Also mit der Drohne ja, aber da bin ich gerade bei. Gibt es hier im Gelände einen Generator, den ich mit der Drohne sprengen kann? Ja. Siehst du gegenüberliegend, also gegenüberliegend, da ist ja so ein Alarmturm. Genau, den habe ich im Visier. Und die Drohne ist oben. Quasi schräg links dahinter, Richtung Felswand noch ein Stück weiter. Da ist ein Generator. Schräg links. Da, wo die 1 jetzt markiert ist und dann noch ein Stückchen weiter. Ah, ich habe ihn, okay. Mist. Ach. Malotron ist das Saft ausgegangen. Ich muss noch kurz warten. Reaper, siehst du die 2? Positiv. Neuer Versuch. Das ist ein Scharfschütze. Kannst du ausschalten. Der schläft. Erledigt. Komm, komm. Der Generator ist gesprengt. Okay. Sehr gut. Irgendwie erinnere ich mich an dieses Gebiet. Aber nicht schon mal. Okay, soweit ich das sehen kann, befinden sich nur noch die 1 und die 3 in dem Gebiet, aber sicher bin ich mir nicht. Und die 2 unten? Ja, genau. Also okay. 1, 2. Schauen, wer hier schneller ist. Du mit deiner Sniper oder ich mit meiner Drohne, wenn die gleich wieder bei, da ist? Nee, da oben ist noch einer. Ich warte so lange auf Weisung, bis ich irgendwas mache. Also, ihr könnt jetzt einmal links rum gehen zum Haupttor. Das Tor ist offen. Und das ist sauber? Das gibt's doch nicht. Das ist sauber, das Tor? Abschuss bestätigt. Ja, also bis auf die, die markiert sind. Okay. Ein Gebäude wurde gesprengt. Ich konnte gerade noch so durch die Gitter fliegen. Wo bist du denn, Enno? Noch auf der Felsplateau bei Reaper.
Okay. Ich befinde mich jetzt beim Haupteingang. Würdest du mit Bandra vorrücken? Natürlich. In welche Richtung? Links, rechts? Links. Aufpassen, das ist dein Geschütz. Das Haupttor. Ja. Oh. Verstanden, rücke vor. Wann war? Bin da. Ja. Okay, sehr gut. Bis zum Tor seid ihr erstmal sicher. Okay. Und vor allem, wenn ihr durch das Tor durchgeht, direkt rechts, da ist neue Munition. Okay. Stellung einmal halten und einmal die Speicherkarten austauschen. Okay. Was? Sollten wir nicht jetzt noch den Auftrag gerade kurz Überlänge packen. Denk auch. Kurz den Auftrag, wir sind jetzt schon bei 39. Ah, das schaffen wir. Unter einer Stunde. Ja. C5 gesichtet. Okay. Aufpassen, das ist dein Geschütz. Wenn ich die Freigabe für die Sprengdrohne kriege, könnte ich vielleicht noch einen damit hochjagen. Die 2 kann ich sehen. Seht ihr da Scharfschütze? Sehen die 2. Ja. Moment, einmal kurz. Enno, du könntest die 1 und die 3 sprengen. Obwohl jetzt laufen negativ, ich sehe die 2 nicht. Okay. Wow. Okay. Blockiert zwischen den Gebäuden. Ah, ich sehe sie jetzt auch nicht mehr. Ich schau mal kurz. Das war mit der 2. Okay. Die 3 und die 4 bewegen sich. Oh Gott. Die 4 ist jetzt in eurem Blickfeld, genau. Die 3 ist auch am Fenster. Also hinterm Fenster. Nicht genau. Mehr. Sind okay. Wir dann durch da unten? Alles wieder nein. Drin? Nein, da unten ist noch einer. Nicht mehr. Tango getroffen. Okay. Ich sehe keine weiteren Tangos. Trotzdem die Augen offen halten, man weiß nie, wo sich die hier versteckt. Mhm. Das Gebiet ist zu groß. Auf okay. Munitionieren. Ich kläre mal. Das Gebiet durchsuchen, ne? Ja. Nach dem Rechner. Also wir haben einmal bei euch da oben ein Gebäude, dieses kleine, was da in der Mitte ist. Falls ihr das seht. Warte mal kurz, das kleine in der Mitte. Nee, also oben auf dem Plateau noch. Ich bin mitten im Gebiet mit drin. Du meinst okay. Das, wo ich ja gerade davor stehe? Ja, nee, eins das weiter noch. Falls es Häftlingsunterlagen aber gibt, auch dann da dürfen rechts. Sie hier sein. Wir müssen das genau das sehen, was wir finden okay. Können. Wobei, nee, ist dann nicht noch. Obwohl, dann ist es der Turm, genau. Ich sehe das auf der also Karte. Also, hier ist noch. Irgendwie so hier ein Büro. Treppe. Oh, was ist da? Oh, da wo du drin bist, Bamba, da ist eins. Ja, ich sehe es gerade, ich bin beim Laptop gewesen. Hier steht, wo wir einen Inaktiven finden. Und. Obwohl, bei Enno, das ist ein Schalten wir sie Orden. An. Ich weiß, wo ein ja, da wo das hier oben. Ist. Welches aber Gebäude ist das? Gebäuden ich weiß, wo ein Care-Paket ist. Wer hat Lust, sich das mal anzusehen? Ist das dieses doppelstöckige? Turm müsste das sein. Der Orden ist in dem Turm, aber eins von den Gebäuden da oben könnte unseren Computer beinhalten. Okay. Wir sollen das Lager nach einem Computer untersuchen. Ich denke, wir fangen oben an zu suchen und gehen dann runter ins Lager mit der Suche. Wir sollen das gesamte Lager. Ich habe ein PC gefunden. Ah. Ja, das ist er. Download läuft. Aufpassen, Leute. Oh nein. Es scheint, dass wir gleich, gleich ein bisschen Besuch bekommen. Besuch bekommen von Freunde. Verdammt. Das ging doch schneller als gedacht. Mhm. Ja, die Daten zum Glück komprimiert. Okay, dann alle in den Turm und den Orden holen, dann sind wir durch. Okay, ich stehe unten am Turm. Ich bin unten bei der Munition beim Turm. Ich muss mich noch auf den Weg machen. Sonst könnt ihr euch schon mal um die Speicherkarten kümmern. Ist ja jetzt nicht so spannend, wie ich jetzt zurücklaufe. Nehmen schnell noch den Sturm, ja. Den Turm besteigen. Was? So, ich hab's jetzt auch. Was? Auf Munitionieren nicht vergessen. Oh, hier kommt jemand. Neues Auto am Eingangstor. Ja, ich sehe es gerade. Ich glaube, Bamba. Ja.
Und mit dieser Spannung gehen wir jetzt auch ins Ende der Folge. Was hier gleich passiert, ob ich diesen Wagen besiegen werde, das seht ihr in der nächsten Folge. Guckt bei allen rein, liked, kommentiert, klingelt. Bis dahin, macht's gut und tschüss. Spoiler, der Wagen ist schon kaputt. Tschüss.